Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind immer noch auf unserem Trip in der Sächsischen Schweiz. Also lasst euch im heutigen Video mitnehmen und bleibt einfach dran und lasst euch überraschen, was wir heute so machen. If you ever feel like you might need someone to remind you still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. Cause when it's you, my heart feels it too. Hold on, I'm coming through. Guten Morgen, mein letzter Tag hier im Elbsandsteingebirge bricht an. Ich zeige euch gleich mal die Aussicht und dann gibt es auch gleich Frühstück. Geplant habe ich heute nach Tschechien zu fahren, dort vielleicht ein leckeres böhmische Knödelmenü zu essen und noch eine kleine Tour zu unternehmen. Es kommt halt auf die Zeit an und später geht es dann zurück nach Hause. Und hier ist mein Ausblick auf die Elbe. Ich mache gleich mal die Tür auf. Ich muss mich nur erst anziehen. So, Cassie ist auch schon draußen. Und schaut euch mal an, das wollte ich euch mal zeigen. Viele lassen ja den Hund hinten im Bett schlafen. Das würde bei Cassie gar nicht gehen. Ich hätte ja den ganzen Dreck hier und die Haare. Schaut euch das mal an. Das hätte ich alles im Auto. Ich muss das täglich reinigen hier alles. Dann guten Appetit. Cassie hat schon gefrühstückt und es hört gerade auf zu regnen und die Sonne kommt und blauer Himmel ist zu sehen. Das Frühstück ist fast leer und schaut mal, jetzt kann der Tag doch starten, oder? Bei so einem schönen Wetter. Die Sonne lacht. Cassie hat auch gute Laune hier. Einmal die Originalaufnahmen, wie ich es jetzt hier erlebe, ohne Filter, ohne Tongeräusche. Ist das nicht herrlich? Tschüss, du schöner Platz. Bis zum nächsten Mal.
Na, wer hätte das gedacht? Ich bin in Tschechien. Jetzt habe ich hier 2 Stunden Parkplatz bezahlt. Ist auch teurer geworden, 4 Euro. Und jetzt gehe ich hier ein bisschen wandern und Mittagessen. Ich wollte ja unbedingt böhmische Knödel essen. Und dann fahre ich noch tanken und dann geht's back at home. Ja, dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich bin hier im Ortsteil oder im Ort Rensko. Und ich werde hier jetzt nicht weiter filmen, weil es gibt schon ein Video von hier. Ich verlinke es euch hier oben. Und ja, jetzt gehen wir hier so ein bisschen bummeln und vielleicht böhmische Knödel essen. Bis später. So, ich bin jetzt hier ein bisschen vom Weg abgekommen. Da ist der Ortskern von Rensko. Und ich stehe hier vor einem Gebäude. Das wurde früher zur Herstellung von Acetylen gebaut. Und unter anderem wurde damit hier alles beleuchtet, die Kirche und so weiter. Und die tschechische Regierung hat es dann irgendwann gekauft und wollte es zu Wohnzwecken herrichten, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt hat es wieder jemand gekauft, als Ruine damals, und hat es aber jetzt in den ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. Und jetzt sieht es ganz schön aus, aber es ist immer noch leer. Wir gehen jetzt mal hier die Treppen hoch und gucken, wo wir hier wohl ankommen. Ja, es haben hier 2 Restaurants offen. Der Ansturm ist gigantisch. Die stehen an bis draußen. Die Menschen sind schon, also die Kellner, die sind schon so unfreundlich, weil sie es gar nicht mehr schaffen. Und man kann ja auch nicht drin sitzen. Es ist praktisch so wie in Deutschland, nur außen. Und die meisten haben auch gar nicht offen. Ich weiß nicht, ob das überraschend war, dass der Grenzverkehr wieder geöffnet wird. Jedenfalls habe ich mich da angestellt. Und hab mir ein Essen to go mitgenommen. Und jetzt sitze ich hier in einem der geschlossenen Restaurants ganz alleine und esse gemütlich mein Mittag. Es gibt Knödel mit Spinat und Gulasch. Ja, die Knödel sind lecker gewesen. Die haben wir aufgegessen. Cassie hat auch einen abbekommen. Und jetzt gehen wir hier noch eine richtig große Runde. Und dann geht's ab nach Hause. 4 Stunden Fahrt. Darum gehen wir jetzt extra eine große Runde. Schaut euch doch mal diesen krassen Blaubeerwald an. Hier ist alles voller Blaubeeren. Wo man sich dreht und wendet. Alles voll. Total, also ich muss unbedingt mal in der Blaubeerzeit hierher kommen. So, Kaffee ist auch da. 1,50 Euro, super günstig.
gibt es ja sonst so nirgends für 1,50. Ich bin hier beim alten Hans-Jörg. Die haben gerade geöffnet und nun habe ich die ein bisschen unterstützt. Ich sag's euch, auf dem Weg nach Hause muss ich nochmal anhalten. Schaut euch doch mal den Ausblick an. Jetzt alles nochmal aus der Ferne, dass ihr seht, wie weit es eigentlich entfernt ist. So sehen meine Augen das. So, und jetzt nochmal ein Überblick über das gesamte Wochenende. Also, wir fangen hier an. Ist der Königstein. Daneben der Lilienstein. Dann kommt der Pfaffenstein. Dann geht es weiter in den Naturpark Sächsische Schweiz. Hier im Vordergrund, wo das Feld zu Ende ist, da ist die Bastei. Und dann geht es da hinten weiter, wo wir waren, in Krippen, Bad Schandau, Renzko. Dort ist der Winterberg, der höchste, der große Winterberg. Und dann geht es hier weiter. Man direkt ins Hinterland schauen, mit den Rapsfeldern einfach richtig, richtig schön. Ich hoffe, trotz des Windes versteht man mich. Tschüss, du schöne Sächsische Schweiz. Bis nächstes Jahr. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Dann Kanal abonnieren. Bis bald.